Shalom Aleichem, wir lernen täglichen Tanja, Bezrat Hashem. Heute Tet Nisan, 9. Nisan, Shana Meuberet, Schaltjahr, Ende von Kapitel 40. Der Alte Rebbe spricht weiter über Ahava und Yira, über Liebe, die dir motiviert, Sachen zu tun, und über Yira, über Furcht, Ehrfurcht, das, was dir bringt, um Sachen nicht zu tun. Und da sagt der alte Rebbe, es ist nicht nur Bonus oder Privileg, Gefühle zu haben. Nein, das ist in Maimonides, in Sefer HaMitzvot, Mitzvah 3 und Mitzvah 4. Einmal steht geschrieben, Ve'ahavta et Hashem Elokecha, du sollst dein Hashem, dein Gott, lieben. Und einmal steht geschrieben, Ve'yoreiso Elokecha ani Hashem, du sollst von Hashem fürchten. Also steht andeutig. Also, was ist die Idee von Liebe? Liebe ist doch ein Gefühl. Man kann einem Mensch befehlen, soll er essen Matzah. Man kann befehlen, einem Mensch soll er geben Tzedakah. Man kann befehlen, einem Mensch sogar soll er legen eine Mezuzah. Aber Gefühle ist sehr individuell und es ist tief im Herzen. Aber der alte Rebbe will hier sagen, ein Beispiel. Es reicht nicht die Gefühle. Wenn dein Freund sagt dir, ich habe dem Bein gebrochen jetzt zu Hause und er ist alleine, du kannst ihm nicht sagen jetzt, ich bete für dich. Musst du bestellen Ambulanz, einen Arzt, fahren zu ihm. Oder dein Freund sagt dir, ich brauche Geld, um zu leben. Du sagst, ja, ich liebe dich. Ich liebe dich sehr. Ja, aber was hilft das? Was für eine Liebe ist das, wenn er braucht Geld jetzt? Man kann nicht die Mitzwa verstehen, nur in Gefühle. Ich gebe ein Beispiel. Maimonides, wenn erklärt er die Mitzvah, zum Beispiel liebe deinen Nächsten wie dich selbst, sagt er sehr einfach, achte auf seine Ehre und achte auf sein Geld. Benehm mit seinem Geld so wie du willst, soll man umgehen mit deinem, und beachte auf seinen Respekt und Kavod so wie du willst, soll man über dich reden. Ich hätte so gesagt, dass es die Liebe als Gefühl, aber es auch in deine Taten sich herausgibt, dass du wirklich ihm zeigst. Ja, aber der alte Rebbe sagt es andersrum. Es beginnt bei der Handlung. Also wenn er, das heißt, die Liebe, die die Tora spricht darüber, es ist nicht eine aplatonische Liebe. Aplatonische Liebe hat keine physische Handlung. Und die Liebe, die Hashem will, ist Ahava, dass wir sind gewöhnt über Liebe, das Ahava betanugim. Wir können eine Liebe. Eine hat Tschuka, Lust zu das, was er liebt. Das ist eine Liebe, die basiert sich auf einem Mangel und auf einem Wille zu erfüllen, diesen Mangel. Oder den Weg zu minimalisieren, um zu gehen zu dem, die du liebst. Aber es gibt eine Liebe, wo diese Liebe, sie erfüllt sich selbst. Sie ist nicht immer mit einem Mangel, wo der Objekt und Subjekt sind immer in dieselbe Stufe. Liebe Hashem ist nicht jetzt eine platonische Liebe. Wir können die Geschichte von dem alten Rebbe, die man wiederholt sehr oft, dass der alte Rebbe hat gesagt, ich will dir nicht, ich will nicht dein Gan Eden, ich will nicht dein Kommen der Welt, ich will nur dich alleine. Also, weil ich will nur mit dir sein, Schmeiß Roel, und danach soll ich kommen zu der Stufe, du sollst lieben dem ewigen dein Gott. Ich will nicht jetzt dein Regen, ich will nicht jetzt deine Dgoncho Vesiroischo, ich will nicht jetzt deine Wein und deine Delikatessen, und ich will auch nicht dir dienen, Hashem, weil ich bekomme Olam Abba. Es gibt Leute, ihr ganzes Leben arbeiten sie, um zu bekommen Gan Eden, Belohnung, Honorar, aber trotzdem, auch wenn diese Liebe ist so groß, steht geschrieben, Hayoim Lasoisom, heute ist die Mitzvah zu tun. Aber in Talmud steht geschrieben, Ule mocho le kabres chorom, und morgen zu bekommen die Belohnung. Warum? Diese Welt heißt Olam HaMaase, Welt die Handlung. Und wir sind praktizierende Emuna. Die Emuna muss man praktizieren. Wenn ein Mensch ist nicht gekommen zu dieser Stufe, dann soll er beginnen zu machen. Und dann wird er schmackhaft bekommen, ein Vorgeschmack, was bedeutet Olam HaBa. Aber eine Liebe, die sich basiert auf einem Mangel, auf Durst zu erfüllenden Mangel, es wird nicht der Mensch erfüllen. Warum? Du kannst nicht mal zwischen zwei Menschen, die lieben, die Liebe erfüllen. Hashem ist so groß,
du bist so klein. Sagt der alte Rebbe, wenn einer steht vor dem Fluss Wasser und anstatt zu trinken, schreit er Wasser, Wasser, Wasser zu trinken. Wenn ein Mensch hat Durst nach Hashem, soll er nicht sagen, ja, ich bin so durstig, Hashem kennenzulernen. Sondern soll er lernen Torah, soll er machen Mitzvot, soll er beginnen Hoi Kol Tzameh. Lechul Amayim. Wenn jemand ist durstig, geht zum Wasser, so wie sagt Prophet Jeschaja 55. Sagen unsere Weisen, was ist Maim? Maim ist Torah, so steht in Baba Kama 17. Was heißt das? Wenn einer ist durstig und er hat Lust zum Lernen, klar will er lernen. Aber die Sache ist das auch, wenn einer ist nicht durstig und er kennt nicht Hashem, er kennt nicht Göttlichkeit, trotzdem, er spürt nicht, was mit ihm abgeht. Normale Menschen, die unglücklich von ihrem Leben, haben eine leere Neshome, die schreit Gewalt. Sie schreit, das ist so wie eine Prinzessin im Herzen, die will etwas mehr als nur die weltlichen Sachen. Deshalb die Ausdruck von diesen Gefühlen kommen in Schmerzen. Der Mensch denkt, er wird das essen, er wird das trinken, er wird das tun. Da erfüllt er seine Mangel. Warum? Unser Körper übersetzt die Wille von unserer Seele nach seinen Kenntnissen. Also wenn uns fehlt etwas, was wollen wir? Etwas essen, Physisches. Essen, trinken. Es kann schon etwas abstrakt sein. Das ist schon Ehre, Anerkennung, Liebe, geliebt zu sein. Gibt es noch andere Sachen? Deshalb, in diesem Kapitel... Ja, das, aber die Nefesh Elokit aber kommt durch den Nefesh Bamit, deshalb Shabbat. Du kannst nicht dem Gefühl von Shabbat fühlen ohne Nefesh Bamit. Du sollst essen Challe und Fisch und Wein, um zu genießen. Warum? Weil dann kommt sie weiter. Und da sagt der alte Rebbe, kmoshenitbaer bemakom acher barichut. So wie es wird erklärt, in andere Ort. Aber diesen andere Ort findet man nicht in Tanja. Es gibt also, dass er darüber erklärt mehr und viele Parshanim von Tanja sagen, dass der alte Rebbe meint es in seinen Ma'amarim und nicht in Tanja. Und darum heißt er Kmishinitber bemakom acher, also er sagt nicht so wie es wird hier erklärt in Tanja, er sagt andere Ort. Also in einfache Worte. Manchmal, aber in den meisten Zichot gibt es ja bei den Quellen. Ja, bei den Quellen. Vom Wort ist genommen. Gut, aber in der Tanja gibt es nicht Quellen. Hat man jetzt gemacht, neue Tanja, durch Rebbe Avrom Alashvili von Machon Tanja in Israel hat gemacht, so eine Tanja mit Mare Mekomot. Von wo wurde es genommen? Ein Exemplar von Tanja auf Deutsch haben auch geschrieben, Mare Mekomot. Aber zum Beispiel diesen, so wie es wird woanders geschrieben, steht nirgendwo geschrieben. Auf jeden Fall braucht man den Körper und braucht man die Seele. Der Körper ist die Handlung und die Flügel sind die Neshome. Sie bringen den Mensch. Jeder Mensch weiß, dass wenn er tut etwas mit Freude, hat er so wie Feuer unter dem Achsel, als ob er fliegt. So wie es steht geschrieben bei Jakob, als Hashem hat ihm versprochen, dass er wird ihm retten. Nasura glav kalin lalechet. Seine Füße sind geworden leicht zu gehen. Shkoyach.